Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe gemerkt, Katzenhaar, dass wir gar nicht so viel Munition hatten, als wir Munition hergestellt haben. Deswegen diese 90 leider den Tatsachen entsprachen. Leider, leider, leider. Ich habe gehofft, das war ein Bug. Aber wir verbrauchen zu viel Munition. So, Herstellungsdienst. Schwert vom Bastet. Okay. Was kannst du denn jetzt? Ab 25, gut, behalten wir. Den können wir dann später zum Wehren benutzen. Was haben wir jetzt noch? Novizin der Mysterien. Verdiene dir die Stimme von Seth. Erste Werkzeuge. Okay. Haben wir das nicht eigentlich schon erledigt gehabt? Was ist denn das? Stimme von Seth. Waffenforschungsprogramm. Aber steht doch, beherrsche die Werkzeuge der Herren. Okay, verdiene. Wie soll ich die verdienen? Okay. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Dann gucken wir mal, wo laufe ich überhaupt hin? Holen wir die Schotti raus, für die wir irgendwie unendlich Munition haben. Hallo? Ich bin hier nur durch. Ich will euch nichts tun. Aber ich muss. Okay, dann suchen wir mal die Quest. Dann hoffen wir, dass wir sie finden. Aber wir haben doch alles schon gemacht dafür. Wir waren bei dieser Werkstatt, ne? Und haben da diese Daten geholt. Vielleicht muss man noch eine zweite Sache. Und die muss genau da sein. Nee, das öffnet den Spind. Wir haben sonst nichts weiteres. Jetzt verzieh dich doch mal. Mann. Muss nachdenken. Habt ihr es gesehen? Oh, die Hallos. Ich hab richtig die Hallos, Leute. Ich hätte schwören können, dass gerade ein Wasserstrahl runtergekommen. Was sollen wir jetzt für die Stimme von Z machen? Wenn wir nicht mehr hier in Auftrag. Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir auf die Rückseite von diesem Gebäude hier müssen. Wo ist das? Da. Oder was ist hier? Sugar Grove hier, ja. Verdiene dir die Stimme von Seth. Und da sagt es, was soll ich denn machen?
Ich könnte versuchen, das Ding in den Computer zu laden. Oder habe ich da noch andere Quests? Was war das? Töte ungebärdige wilde Golfergule. Gut, nee. Da. Lade die Daten in den Hersteller hoch. Also war doch alles richtig, was ich gemacht habe. Nee. Muss man sich erstmal dieses Spiel zurechtfinden. Ich muss ein Auge auf meine Uhr behalten, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Ja, heute ist Sonntag. Und ich muss zur Arbeit. Nein, ich komme bestimmt nicht zu dir. Wo ist hier eine Tür? Willkommen, Novizin. So. Holoband laden. Mysterien ist keine Schaft. Das war das Falsche. Ich habe nicht nachgedacht. Indigo. Ja. Stimme von Z ist jetzt verfügbar. Sehr schön. Was ist das jetzt? Stimme von Z. Aber was ist das jetzt, die Stimme von Z? Stimme von Z, ja. Ist das eine Waffe? Tatsächlich. Zusätzlicher elektrischer Schaden gegen Roboter. Oh. Was für Munition verwendest du? 44er. Ah, ist okay. Habe ich noch eine andere 44er? Nein, dann ist okay. Dann kann ich dich verwenden. Melde dich an, um deine Beförderung zu erhalten. Ja, endlich. Oh. So. Soll ich einen Bericht abgeben? Geht das? Nö. Pleasant Valley Infiltrierung. Okay. Nicht fair. So, Holos. Ich werde erstmal kurz nach Hause reisen. Dann hören wir uns das gleich an. Kann ich nämlich Richtung, andere Quest gehen, hier öffne den Spind, ne, und so. Nicht mehr. Und ab dafür. Dann hören wir uns gleich mal die Holobänder an. Ich hoffe, wir haben sie im Inventar. Wenn nicht, ist ein bisschen blöd. Ich das verkackt. Aber egal. Wir müssen eigentlich auch zu den Airdrops langsam, ne? Vielleicht machen wir das gleich im Anschluss, nachdem wir den Spind geöffnet haben. Holen wir uns die Airdrops. Weil da kann alles Mögliche drin sein. Ich meine, ich könnte sie auch später in 25 öffnen. Das wäre ja quasi der nächste Schritt. Der nächste Damage Upgrade. Ist nicht. Ich öffne sie einfach. Ich bin neugierig.
Nicht wir. Nicht wir. So, okay. Wir wollen jetzt hier hin und von da aus gehen wir dann zu Fuß. Hoffentlich treffen wir keine Todeskralle. Weil die würden natürlich meine Munition, ne, so ein bisschen verschwenden. So, daheim. Oh, ich spawn mal richtig. Nicht total abgefuckt. Das ist schön. Endlich mal. Wir brauchen Wasser. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Hubschrauber sind, die mich völlig nerven. Nein, ich will den Scheiß nicht beanspruchen. Da muss ja wohl wirklich jetzt nicht sein. Einfach dran vorbeilaufen, einfach ignorieren. Super. Jetzt hör auf, so komisch zu laufen. Die Erfahrung nehme ich aber gerne und die Kampfflinte auch. Dass ich zwei Schuss für euch brauche, ist so uncool. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Er ist schon hier. Oh Gott. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Ich gehe hier einfach nur vorbei. Lasst mich doch in Ruhe. Wieso habe ich da hinten keinen Teleportpunkt? Au, 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 au. Nicht meine Bestätigung. Oh, endlich. Ich hoffe, ich finde den Punkt wieder, wo wir die Airdrops fallen lassen können. Aber die droppen eigentlich, wenn ich welche sehe, sind überall random welche. Nicht sterben, nicht sterben, Zero. Du darfst alles machen, aber nicht sterben. Sehr schön. Oh, hier hätte man auch bauen können. Hier ist schön gerade. Was ist eigentlich mit diesem Plantierungswerkzeug, was sie versprochen haben? Wo ist das hin? Ist es schon da? Ist es noch nicht da? Weiß einer was von euch? Ich meine, jetzt ist es zu spät. Ich habe meine Butze schon gebaut, aber... Ich meine nur. Würde es halt interessieren. Was ist denn immer das? The fuck bist du? Das Flatwoods-Monster! Soll ich jetzt Angst haben? Der hat gut Schaden bekommen. Das finde ich gut. Wir haben das Flatwood-Monster gesehen. Ist ja cool. Aber der ist irgendwie verschwunden. Keine Ahnung, vielleicht will er sich mit niemandem anlegen. Es soll ja auch ein Mysterium sein, dass die Leute dann auch verschwinden, ist wahrscheinlich. Ich frage mich, ob sie den Damage speichern. Oder ob man sie quasi innerhalb eines Runs, das heißt, währenddessen du auf dem Server bist, erledigen musst. Immer weiter hinterherlaufen. Keine Ahnung. Aber wir haben ihn gesehen. Wir haben jetzt den Mottenmann gesehen, wir haben das Flatwood-Monster gesehen. Und wir haben diesen komischen Kleinen gesehen. Verlassener Minenschacht 4. So, muss ganz, ganz viel Blei mitnehmen.
Radio machen wir aus ökologischen Gründen. Wäre ja scheiße, wenn ich das anlassen würde. Ein Gaussgewehr. Ja, warum nicht? Stufe 35. Warum liegt hier ein Stufe 35 Ding rum? Wieso brennt der da oben? Komm her, Mann! Lauf doch nicht weg! Ein Power-Rüstungsgestell. Ja, können wir wenigstens kurz mal nutzen. Auch wenn wir noch keine Power-Rüstung tragen. Ich könnte sie, glaube ich, mit 25 tragen, mit Rüstungsteilen. Ich könnte sie jetzt schon tragen. Hätte dann diesen Bauplan-Sturmgewehr. Ach, das war der Spinn. Hätte dann diesen Stärke-Bonus, ne, und alles, aber... Er ist mir zu nervig. Erst wenn es wirklich nützlich ist, weil... Ich kann mich halt nicht umziehen währenddessen. Halt Kacke. Ja, der hat nicht geleuchtet, der war halt Kacke. Okay, Mr. Flatwoods Monster. Ich frag mich, wo er halt rumhängt. Ob man ihn hier in diesem Bereich suchen muss? Ja, jetzt chill mal, Dude. Ich hab nur mal kurz den Spind geöffnet. Ich meine, er ist ja... Oh Gott, ich muss zurück. Ich komme wieder, Leute. Keine Sorge. Lasst euch nicht im Stich. Wieso bist du auf so einem hohen Level? Ich muss meine Sachen, auseinandernehmen. Ich hab doch irgendwo so ein scheiß Ding. Ich schleiche zu euch. Keine Sorge, ich komme. So, und damit ihr mich nicht nervt, geht ihr weg. ...45er Patronen, sehr schön und irgendwas. Aber ich will hier zu dieser Werkstatt. Nein, nicht das Gaussgewehr. So. Dann möchte ich, da, grimmiger Verschluss. Nice. Ja, jetzt können wir reisen. Jetzt habe ich aber Bock, das Flatwoods Monster zu jagen. Ich muss es one-shotten. Ich muss richtig fett one-shotten, muss ich das Ding. Dann kann das nämlich nicht weg. Ich glaube, es ist eins der schwächsten Monster. Und ich wette, die bringen gar nichts. Und einfach nur wahrscheinlich so ein kleines Gimmick. Na gut, wir werden danach jetzt nicht. Wenn wir ihn wieder sehen, dann sehen wir ihn wieder. Aber gut, dass man ihn schon mal getroffen hat, ne? Man weiß, worauf man achten muss. So, nächster Schritt wäre... Ach, wir wollten uns doch die... Wir wollten uns die Holobänder anhören, ne? Ich bin so blöd. Bendigo muss ich noch finden. Hast du ein Gewicht? Nein. Diese Mission ist für Freiwillige. Vielleicht ist es sogar eine Selbstmordmission. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch tun könnte. In der letzten Woche hat es 3 Hinterhalte gegeben. 3 weitere unserer Schwestern wurden getötet. Die Raider scheinen über jede unserer Aktionen Bescheid zu wissen. Wir brauchen jemanden, der die Raider-Festung in Pleasant Valley infiltriert. Finde heraus, warum sie über uns und unsere Pläne informiert sind. Tue, was immer nötig ist, um sie aufzuhalten. Und versuche, lebend da wieder rauszukommen. Ist ja kein Problem, ich werde ja wiederbelebt. Falls du es schaffst, dann melde dich für eine Einsatznachbesprechung in meinem Büro. Dies könnte die schwierigste Mission sein, die ich je rausgegeben habe. Aber auch die wichtigste.
Die Zukunft des Ordens der Mysterien hängt von deinem Erfolg ab. Viel Glück. Okidokili. Gehen da ab. Wir haben noch, hör dir als Sucherin Holoband an. Sucherin. Hab ich gar nicht. Und was ist da los? Wieso wandern sie die Schienen entlang? Wir werden sie mal kurz begrüßen, ja, aber gerade ist Erfahrung und so, ne? Hätte ich jetzt eine schöne Granate. Hey, ihr wilden, rastlosen Ghule. Ich hab 200 Erfahrung, gratis, ey. Gratis nicht, ey. Ihr wisst, was ich meine. Einfach so hinterhergeschmissen. Ihr müsst kurz nachladen. Ihr müsst warten. Wartet doch. So, right away. Ehre. Goldene Gabel. Holzlöffel. Oh, immerhin. Es ist halt wirklich wichtig, dass man auch irgendwie Munition zurückbekommt. Oh, guck mal, hier ist eine kleine Stadt. Wie schön ist mich die Stadt hier nicht interessiert. Was zum... Finde Dashes Versteck? Woher habe ich jetzt die Quest? Ich meine, ich mach's. Ist mir doch egal. Oh, tollwütig. Steck mich nicht an, Mädels. Steck mich nicht an. Vielleicht soll ich die tollwütigen Sachen nicht essen. Was meint ihr? Sollte man tollwütiges Fleisch essen? Ich meine, ich kann es höchstwahrscheinlich hier unbedenklich machen. Ich mache es jetzt aber nicht, um euch eine Lektion zu erteilen. Okay, hier soll also ein Versteck sein. Aber nicht in diesem Haus. Ist da was anderes? Right away. Hab ich gehört. Ach, wir sind im Welch. Welch Zufall. Schon wieder ein Schlüssel. Hey, 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 ich. Wo bist du? Wo geht er jetzt wieder weg? Schießt mich an und geht weg. Da sind wir, die richtigen Feiglinge. Okay, Versteck. Ich möchte, wir müssen hier runter. Lutsches Versteck. Ja. Easy money. So, jetzt können wir direkt den nächsten Spind aufmachen, ne? Ach, guck mal, der ist gleich hier drüben. Das gönnen wir uns. Die Ressourcen. Jetzt laufe ich seit 23 Minuten hier rum. Ich kriege hier nichts gebacken von der Zeit her. Das ist unglaublich. Wir haben heute eigentlich nur Scheiße gemacht. Wieso habe ich 20 Minuten gebraucht? Was habe ich denn 20 Minuten lang gemacht, sag mal? Was ist das echt? Also rein theoretisch könnte man hier farmen, ne? Also man holt sich einfach eine Nahkampfwaffe und dann schnetzelt man sich, also lockt sich kurz aus, lockt sich wieder ein, schnetzelt sich durch, sucht diese Schlüssel und freut sich dann Keks, dass man Sachen gefunden hat. So einfach. Ich meine, man hat hier wirklich diese Methode, sich kurz auszuloggen und wieder einzuloggen. Und dann ist dieser Loot einfach wieder da. Und die Gegner natürlich. Aber darum geht's ja. Einfach mal... bisschen warm. So, Spindi. Soll das hier sein?
Wir haben einen Spind, Zollstock. Da. T45 Torso. Kettensäge. Lange gebogene Stange. 300 Erfahrung für den Scheiß. Was ist nicht denn? Oh, ich kann trotzdem reisen, ne? Gut, reisen wir kurz nach Hause, bringt das auf jeden Fall nach Hause. Und freuen uns. Na, guck mal, da ist die Atombombe auf dem Bild explodiert. Schön. So. Ist wieder voll. Aber ich muss den Torso reintun. Wenn ich das alles mitnehme. Ich habe mich irgendwie innerlich gerade erschrocken. Habt ihr es gemerkt, wie ich gezuckt habe? So, die Chases hier hinstelle. Dann, Teile hier rein tun. So sieht das momentan bei uns aus. Ach, ich kann das natürlich nicht machen. So wird das nicht funktionieren. Ich habe gehofft, dass ich hier alles reintun kann. Na gut, dann wird es wieder Zeit für mich, dass ich hier ein bisschen aufräume. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mit den Drops. Haut rein, euer Zero. Tschüss.